Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Diamant. Ja, beim letzten Mal sind wir hier in der Arena stehen geblieben. Haben schon mal gegen jeden Trainer von der Weideburg Arena eben gekämpft. Was mal wieder ein bisschen lange gedauert hat, weil die ganzen Kämpfe sind eben relativ lange. In dieser Generation noch, das kennen wir ja nicht anders da. Und ja, mit diesem Team hier werden wir nun in dieser Arena gegen den Arenaleiter antreten. Yay! Ich würde sagen, wir leaden mit Jordan, weil er ist eine Wasserarena und Elektro-Pokémon sind dagegen eben ja so ein bisschen effektiv, würde ich mal sagen. Und ja, ich denke mal, Pampyro werden wir in dieser Arena nicht gebrauchen können. Ich würde sagen, größtenteils Jordan und eventuell noch Skunkapu und Skyrider als Support. Aber lang genug geredet, lasst uns anfangen. Willkommen, ich werde nicht oft herausgefordert. Bald wirst du meine Stärke kennenlernen. Die Stärke des Arenaleiters von Weideburg. Ganz genau, ich bin Wellenbrecher Marinus. Meine Pokémon wurden im stürmischen Gewässern trainiert. Sie nehmen all deine Attacken hin und ziehen sich dann hinunter. Und der Sieg gehört an uns. Los, bringen wir es hinter uns. Ja, Marinus haben wir ja schon mal im Pokémon Soul Silver gesehen. Da war er ja in Kanto unterwegs und, nee, ich glaube nicht nur in Kanto, auch in Johto. Und hat uns so ein paar Masken geschenkt. Und ja, dieser Typ war, glaube ich, sogar mal Wrestler. Ob auch gegen Hulk Hogan, The Undertaker und so weiter gekämpft hat, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall leadet er mit einem Garados, auch wenn es Bedroher hat. Das sollte eigentlich, ja, es könnte, ja okay, es reicht sogar aus. Für einen One-Hit, aber gut, vielfach effektiv, zwei Level drüber. Ein Luxtra eben, was auch keinen sehr geringen Angriff hat. Also der Angriff von Luxtra ist schon, ja, nichts Weltbewegendes, aber auch nicht Schlechtes, von daher, damit kann man eigentlich schon mal was anfangen. Und als nächstes kommt also Morlord. Ja, Morlord ist ein bisschen tankier, aber ansonsten gehe ich eigentlich nicht davon aus, dass dieses Morlord irgendwas Großartiges gegen Skyrider ausrichten kann. Von daher habe ich da jetzt auch keine großen Bange vor. Wie viel macht so Fliegen? Ja, ein Tree-Hit. Ah, Lehmsula könnte jetzt sogar ein bisschen... Ja, da hat er gut reagiert drauf. Für sein letztes Pokémon. Weil da kann, Jordan nicht mehr so viel Schaden. Oh, scheiße, der hat einen Supertrank. Mann, ich hatte gehofft, er wäre nicht in Trank-Range, aber anscheinend ja schon. Das heißt, wir werden immer noch zwei weitere Treffer brauchen müssen. Ja, ich habe es ja gesagt, Morlord ist relativ tanky. Und hat es überhaupt irgendeine physische Attacke, mit der es einen Flug-Pokémon angreifen kann? Slam, okay. Mit Slam könnte es uns sogar halbwegs Schaden anrichten. Und warum musst du jetzt verfehlen? Dann, wenn es darauf ankommt, verfehlst du. Und natürlich crittet das Mistvieh einen. Ja, Jordan. Quatsch, Jordan. Skyrider. Schön gemacht hast du das, ne? Okay, Skunkapu ist aber schneller und ist ein Stab-Nachthieb. Komm, das muss ein bisschen schaden. Schade. Aber er setzt schon wieder Routenschlag ein, warum auch immer. Ich darf ja keine Belieber mehr einsetzen, von daher Skyrider ist für den Rest dieses Kampfes hier verboten. Also muss ich es jetzt mit meinen anderen Pokémon regeln, aber komm, wir haben drei kampffähige Pokémon, das sollte gegen ein Bojolin eigentlich klappen. Aber ja, ja, Bojolin kann nochmal gefährlich werden, aber auch nur kann. Es ist auf Level 30, meine ich, oder? Ja, Level 30.
Aber auch das, ja, gerade auch noch mit Bedroher, sollte eigentlich nicht mehr allzu viel gegen uns ausrichten können. Sternenschauer, ja, Non-Step mit Bedroher drin, das macht eh keinen Schaden. Sag ich ja, 15 KP, Wahnsinn. 15 KP von 100, meine Güte, ist das viel. Ein Achtel, gerade mal. Knappe Achtel und ja, okay, ein One-Hit mit Funkensprung. Vogelin ist jetzt auch nicht das allerbalkigste Pokémon überhaupt, von daher ein relativ leichter Sieg, auch wenn Skyrider nochmal ein bisschen, ja, du hättest das überleben können, hättest du getroffen, ne? Das weißt du schon. Die Strömung muss mich nach unten gezogen haben, aber der Kampf mit dir hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hier, das hast du dir verdient. Der Fanorden. Yay, ich weiß nicht, wofür Fanorden steht. Also das Fan. Aber egal. Dank des Fanordens kannst du nun auch die versteckte Maschine auflockern, außerhalb eines Kampfes einsetzen. Das ist eine besondere Belohnung, die ich dir gebe, da dein Team außergewöhnlich ist. Lake oder Lake, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich sag meistens Lake. Sie fügt doppelten Schaden zu, wenn der Gegner nur noch die Hälfte seiner KP besitzt. Damit kannst du Kämpfe effektiv beenden. Ja, könnte man. Muss man aber nicht. Da bleibe ich dann doch lieber bei sowas wie Surfer. Macht immer konstant viel Schaden. Von daher ist mir Surfer dann doch ein kleines bisschen lieber. Okay, damit hätten wir nun unseren vierten Orden und ich glaube, es steht jetzt sogar noch ein Kampf bevor. Gegen unseren Rivalen, aber auch der sollte nicht so das Problem sein. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. So, und da sind wir mal wieder gestört worden. Weiter geht's. Endlich ist das Paket aus Schleide angekommen. Und nun muss ich das zum See bringen. Das ist eine wichtige Mission. Versagen ist nicht erlaubt. Und keine Umwege, zum Beispiel durch das Großmoor. Was? Du hast gelauscht. Ich habe übrigens nur mit mir selbst gesprochen. Und wenn ich nicht so in Eile wäre, würde mein Pokémon dir deine Ohren langziehen. Aber ich habe es mehr als eilig. Daher hast du mehr Glück als Verstand. Aber Freundchen, wag es nicht, mir zu folgen. Ich hasse es, wenn man gestört wird. Dass die nie warten können. Nein, nein, nein. Ah, du bist lästig wie eine Fliege. Wenn unser Plan gelingt, stehen wir kurz davor, dass sich der Traum vom Boss erfüllt. Die Idealwelt, von der er träumt, wird dann Realität. Daher werde ich mit Sicherheit jetzt nicht meine kostbare Zeit mit dir verschwenden. Und daher sage ich dir, bleib wo du bist und folge mir nicht. Rums. Ich werde nicht mehr zurückhaltend sein. Also, wie geht es dir, Regina? Trainierst du wohl deine Pokémon, Dann werde ich dich und deine Pokémon mal testen. Wie stark seid ihr wirklich? Stärker als du. Würde ich einfach mal sagen, Barry. Zumal du immer noch ein Starter Lily hast. Warum auch immer. Auf Level 26 noch ein Starter Lily. Willst du mich eigentlich verarschen? Auf dem Level hättest du schon längst ein Staravia haben können. Schon lange. Aber gut, musst du wissen. Okay, Starter Lily schon mal weg. Was fehlt noch? Punita. Ja, da haben wir immer noch nichts. Deshalb bleibe ich einfach mal drin. Jordan wird so langsam Teamleader. Ja gut, von der Stärke ist er sogar Teamleader, würde ich sagen. Momentan noch. Sobald Pampyro ein Panferno ist, sollte er Teamleader sein. Aber momentan würde ich sogar noch Jordan da hin einstufen. Einfach weil, ja, er nimmt Barrys Team komplett im Alleingang auseinander. Aber auch warum nicht, ne? Gegen zwei Pokémon von ihm ist er effektiv. Bei den restlichen, ja,
kann er zumindest auch was anrichten. Gut, außer beim seinem letzten Pokémon, aber da könnte er auch mit Biff beispielsweise was anfangen, aber da wechseln wir einfach mal Pampyro, weil Pampyro hat diesen Part noch gar nichts gemacht und deshalb kommt Pampyro einfach mal rein. Pampyro! Wo ja auch nur noch 3 Level fehlen, bis es sich zu Panferno entwickelt. Ja, ich habe eine Pokémon-Trainer, Barry. Das kannst du mir glauben. Und ein Flammenrad of Doom. Ich weiß gar nicht, was stärker wäre, Flammenrad oder Glut. Klar, von der Stärke her ist Flammenrad stärker, aber Pampyro hat eben einen höheren Spezialangriff. Weshalb es... Ja, das könnte es egalisieren, also ja, ausgleichen. Aber egal. Hey, yay, vielleicht bist du seit unserem letzten Kampf tatsächlich etwas stärker geworden. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ja, deswegen habe ich verloren. Ich war zu leichtsinnig. Sag mal, was ist eigentlich mit dem komischen Typen von Team Galactic los? Ich weiß ja nicht, was er vorhat, aber ich an deiner Stelle würde ihn weiter verfolgen und beobachten. Wenn man kein Pokémon ist, aber so schnell rennt und hastet, dann gehört man bestimmt nicht zu den Guten. Also gut, Kinder, nächstes Mal bin ich bestimmt nicht mehr leichtsinnig. Okay. Dieser Part geht ganz schön auf die Stimme, muss ich sagen. Bei Marinus und Barry muss ich die Stimme verstellen. Zum Synchronisieren und ja, das geht irgendwann ein bisschen auf die Stimme. Vor allem das kratzt auch so ein bisschen in der Stimme dann, aber... Naja, alles für das Video, ne? Auch wenn ich nicht gerade der beste Synchronsprecher bin, aber naja... Wird noch. So, ich gehe jetzt mal ganz kurz ins Großmeer. Großmeer. Das große Meer. Sind wir jetzt bei One Piece oder was? Nein, nicht ganz. Weil, hier bekommt man noch eine VM. Genau, hier, von diesem Typen. Und zwar Auflockern. Und die wollte ich eben noch mitnehmen. Ja, und das Großmoor hier ist eigentlich... Ja, so gesehen die Safari-Zone von dieser Generation hier eben. Hier könnt ihr Pokémon fangen und das ohne eure eigenen Pokémon. Ihr könnt hier eben nur Bälle werfen oder so Köder, um die Pokémon anzulocken und all. Aber ansonsten, ja, ihr könnt ja auch mit Steinen bewerfen, was ein bisschen brutal irgendwie ist, aber gut. Ja, hier, wie ihr sehen könnt. Ne, hier bewirft man ihn mit Matsch, okay. In einem Moor, ja, kann man es verstehen. Ansonsten gibt es hier noch ein paar Items und ein paar verschiedene Areale. Ich glaube, 6 an der Zahl. Wohin soll ich gehen? Areal 1, 2, 3, 4. Und ich glaube, wenn man bei der 4. ist, könnte man noch eine weitere... noch weiter 2 Areale betreten. Um hier eben noch ein paar weitere Pokémon zu fangen, vielleicht ein paar weitere Items. Aber gut, muss ich jetzt nicht unbedingt machen, ist mir auch ehrlich gesagt egal. Wir verfolgen jetzt einfach mal diesen Team Galaktik-Typen. Tun Pampyro mal nach vorne. Weil, ja, es wird auf kurz oder lang sowieso zu einem Kampf gegen diesen Typen kommen, von daher... Habe ich Pampyro schon mal vorne. Wir benötigten die Energie, die im Windkraftwerk erzeugt wird, um das hier herzustellen. Man muss schon ein wissenschaftliches Genie sein, um so etwas entwickeln zu können. Und da unser Boss dies entwickelt hat, ist er ein wissenschaftliches Genie. So extrem schwer ist das Wort nun auch nicht. Ah, du hast gelauscht, ich habe nur laut gedacht. Du bist anhänglicher als... Kleister und ich habe satt, immer vor dir wegzulaufen. Aber ich werde dennoch nicht meine wertvolle Energie verschwenden, nur um dir eine Lektion zu erteilen. Okay, wenn du meinst. Dann geht's mal weiter mit der Verfolgungsjagd. Hier, du hast es selbst gesagt, wir sind anhänglicher als Kleister, also uns bist du nicht so schnell los. Hallo Typ. Warum nenne ich überhaupt in einem solchen Affentempo das neue Universum, von dem der Boss sprach?
Ich bekomme richtig Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Also verwenden wir dies hier. Na, du hast spitze Ohren gemacht und mich belauscht. Du bist so nervtötend hartnäckig. Ich bin total kaputt vom Rennen. Und ich werde nicht gegen dich antreten. Na komm, du weißt eh, dass du gegen uns kämpfen wirst. Also warum zögerst du es hinaus? Oh nein, bist du mir immer noch auf den Fersen. Der See ist in Sicht. Du lässt mir keine andere Wahl. Mein Pokémon wird es dir zeigen. Na geht doch. Hast du es endlich mal begriffen? Und was hast du für ein Pokémon im Team? Ein Charmian. Wow. Und damit willst du gegen mich kämpfen? Kein Wunder, dass du weggelaufen bist. Kein Wunder, dass du weggelaufen bist, aber gut. Dieses Charmian-Tempo hieben wir jetzt einfach mal platt. Und dann sollte es das auch schon gewesen sein. Yay, super ein One-Hit. Juhu. Spieler besiegt, Galaktik wird Rüpel. Ich kann nicht mehr kämpfen, ich pfeife aus dem letzten Loch. Ich muss dies dem Commander bringen. Ich wünschte, ich könnte es am See einsetzen. Ja, eben noch so schnell gerannt und jetzt auf einmal so lahmarschig gelaufen. Oh, hallo Cynthia. Oh, hallo? Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Wie geht es mit deinem Pokédex voran? Ich bin hier, weil ich mir den See ansehen will, um den sich eine alte Volkssage rankt, aber der See scheint für die Öffentlichkeit gesperrt zu sein. Kennst du die Volkssage? Sie berichtet, dass in der Mitte des Sees eine Insel sein soll. Und im Inneren der Höhle soll sich die Illusion eines Pokémon befinden. Niemand darf die Höhle des Pokémon betreten. Aber ich muss dich was fragen, das nicht zum Thema gehört. Hast du die Horde von Enton an der Route 210 gesehen? Ja. Ja genau, hinter dem Café an der Route 210. Du hast die Gruppe Enton gesehen, die sich ihre, Köpfe halten? Ja. Wie dem auch sei, gib den Enton diese Medizin. Du arbeitest an einem Pokédex, da wird sich das für dich lohnen. Ein Geheimtrank, aha. Als ich jünger war, bin ich auch mit einem Pokédex auf Abenteuerreise gegangen. Ich hoffe, du wirst jede Art Pokémon, die es gibt, wirklich sehen können. Vielleicht schaffst du es dann ja, das Illusion-Pokémon zu entdecken. Ich muss los, bis bald dann. Cynthia, du bist immer noch der coolste weibliche Trainerin in einem Pokémon-Spiel. Ja, ja, das ist sie wirklich. So, ich würde jetzt aber sagen, wir gehen nach Trostu und noch nicht nach Elysis. Sondern wir haben ja unten hier noch diesen Turm, den ich sträflicherweise übersehen habe. Moment. War ich eigentlich... Hatte ich hier neben schon das? Nein. Wir haben noch Bediza dabei. Das kann den Busch hier mal kurz zerschneiden. Und Stahlflügel. Ja gut, okay. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber... Wir haben sie, also warum nicht? So, der Turm. Jetzt ist die Frage, brauchte man hier auch... nein. Scheiße! Ich hätte hier schon längst hingehen können. Mist. Ich habe gedacht, hier bräuchte man doch, auflockern. Weil hier auch Nebel herrscht, wie ein Platin, aber ein Diamant und Perl anscheinend nicht. Na gut, dann habe ich es halt übersehen gehabt und... Jetzt haben wir ein paar sehr leichte Kämpfe vor uns, aber naja gut. Geht ja dafür ein bisschen schneller vonstatten dann. Aber wenn ich sagen würde, nach diesem Kampf hier betreten wir mal die obere Ebene noch, also die nächste obere Ebene. Und dann soll es auch schon für diesen Part gewesen sein. Das ist jetzt auch der letzte Pokémon-Diamant-Part in diesem Jahr. Das Jahr 2016 ist um 0 Uhr an diesem Tage vorbei. Das Jahr 2017 wird dann anfangen. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass das Jahr schon wieder rum ist. Es ging so schnell irgendwie. Sehr böse. Ist schon ein bisschen was passiert in diesem Jahr. Einige
finden dieses Jahr auch irgendwie scheiße, weil so viel Scheiße in diesem Jahr auch passiert ist, aber naja, da steckt man eben nie drin, ne? Ich selber, also persönlich kann mich jetzt eigentlich nicht über das Jahr beschweren. Ich habe jetzt nicht so wirklich viel Negatives in diesem Jahr gehabt. Außer, dass hier jetzt schon wieder Leute mit Böllern anfangen. Obwohl es noch nicht mal 24 Uhr ist, nein. Beziehungsweise noch nicht mal der 31. momentan. Aber gut, müssen die wissen. Wenn die jetzt schon ihre ganzen Böller verbollern wollen, was ich sowieso ein bisschen unnötig finde, gerade diese ganzen Böller-Feuerwerke finde ich ja noch in Ordnung, aber dieses ganze Geböllere finde ich eigentlich komplett schwachsinnig. Aber gut, jeder wie er mag. Ich würde jetzt erstmal sagen, das war's mit Pokémon Diamant für heute und für dieses Jahr. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein wenig Feedback da. Und jo, ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr im nächsten Jahr auch wieder dabei seid. Beim nächsten Part eben im neuen Jahr. Ich wünsche euch, wenn ihr diesen Part hier noch am 31. sehen solltet, einen guten Rutsch ins neue Jahr, einen schönen Start ins neue Jahr 2017. Ich hoffe, ihr seid da auch weiterhin dabei bei diesem Projekt. Vielleicht auch bei ein paar anderen Projekten von mir. Wie ihr meint zumindest. Und ja, hoffentlich bis dahin gesunden, guten Rutsch ins neue Jahr, wie gesagt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Leute.